Einen schönen guten Abend. Der 4. April 2020. Die Corona, die böse, die ist immer noch da draußen. Und ich hier drinnen. Aber ist besser so. Ich werde heute jetzt wieder einen kleinen Musikwunsch erfüllen. Und dieses Mal kommt der Wunsch aus der Schweiz. Na, die Marit, die in Zürich wohnt, die hat mich nämlich gefragt, ob ich mal irgendetwas auf Schweizerdeutsch spielen könnte oder singen könnte. Schweizerdeutsch. Ja, viele von euch wissen vielleicht bereits, oder die, die es noch nicht wissen, die haben sicher schon an meinem Dialekt gehört, dass ich gebürtig aus der Schweiz bin. Na? Ich bin da geboren, aufgewachsen bis zu meinem 24. Lebensjahr und dann bin ich ausgewandert nach Hollandsee. Das war 1980. Ja, und jetzt lebe ich hier und die Marit, die ist eigentlich gebürtige Holländerin und die wohnt jetzt schon seit Jahren in der Schweiz. So kann's gehen, ne? Und darum, weil die jetzt in der Schweiz lebt und weiß, dass ich aus der Schweiz komme, ursprünglich hatte sie mich gefragt, ob ich was auf Schweizerdeutsch singen könnte. Naja, wie gesagt, ich bin jetzt natürlich schon seit 40 Jahren weg aus der Schweiz, komme da nur noch sehr sporadisch. Und ja, dadurch ist natürlich meine Bande zur Musikszene in der Schweiz, die ist eigentlich völlig abhanden gekommen. Ich weiß gar nicht mehr, was für Lieder das da aktuell sind. Und darum, ja, das Einzige, was mir jetzt gerade auf Schweizerdeutsch einfällt, das ist ein großer Hit, der Schweizer Hit aus 1969. Aber Marit, ganz bestimmt wirst du ihn kennen, denn der wird da jedes Jahr sicher ein paar Mal gespielt am Radio oder so. Ne? Das war ein Stück von der Gruppe Die Minstrels und der heißt Grüezi wohl, Frau Stirnima. Ja, grüezi wohl, Frau Stirnima, sagen Sie, wie lange Sie, wie sind Sie ja so dran? Ja, grüezi wohl, Frau Stirnima, sagen Sie, wie lange Sie, wie heißen Ihre Ma? Grüezi wohl, Frau Stirnima, sagen Sie, wie lange Sie, wie sind Sie ja so dran? Ja, grüezi wohl, Frau Stirnima, sagen Sie, wie sind Sie ja so dran?
Ja, Marit, das ist für dich gsi, gell? Du wohnst schon jetzt in Zürich, nicht mehr ich. Ja, liebe Freunde, das war's dann wieder für heute. Einmal auf Schweizerdeutsch. Das nächste Mal wieder was Internationales. Ich hoffe, ihr bleibt gesund. Passt auf euch auf. Bis bald. Tschüss.